So, ihr Lieben, wo sind wir angekommen? Im Grunde haben wir bisher zwei Dinge gemacht. Wir haben uns einmal angeschaut, welche Empfehlungen und Ratschläge der Buddha gibt für Laienanhänger, also für Menschen, die in unserer Lebenssituation sind. Und wir haben gestern einen kleinen Ausflug gemacht, einen Exkurs, und haben uns einmal angeschaut, was denn das Wesen der Sexualität ist, nicht nur aus menschlicher Perspektive, sondern aus einer globalen existenziellen Perspektive heraus. Und heute Morgen, um das Bild abzurunden, müssen wir noch zwei Aspekte hinzufügen. Wir müssen einmal gucken, welche Empfehlungen gibt denn der Buddha seinen Ordinierten, also Menschen, die in ein Kloster eintreten. Und am Ende heißt es so etwa, wir müssen eine Gesamtbilanz ziehen und die Frage, die Eingangsfrage unseres Seminars nochmal beantworten. Was ist denn nun Sexualität? Ist das eine Glücksbringerin oder ein Stolperstein? Und erst dann haben wir so eine erste Runde und einen Überblick, der uns vielleicht auch selbst unseren Standort bestimmen lässt. Wenn man inhaltlich nochmal definieren will, was empfiehlt der Buddha den Laien, dann könnte man sagen, Sexualität ja, aber unter bestimmten Voraussetzungen und in bestimmten Grenzen. Und wenn man sich umgekehrt jetzt fragt, was empfiehlt der Buddha seinen Mönchen und Nonnen, welche Regeln gelten da? Müsste der Satz lauten, Sexualität, Doppelpunkt, nein, unter keinen Umständen. Das ist sozusagen die Bandbreite dessen, was der Buddha lehrt. Und das Letzte, wo wir uns jetzt mit beschäftigen, fasst er in etwa in folgende Formel. Ein Mönch oder eine Nonne, um die geht's, er meidet Unkeuschheit und führt einen reinen Wandel, lebt in Entsagung und verabscheut die Geschlechtslust, der gewöhnliche Haufe ergeben ist. So, ziemlich deftig ausgedrückt, aber relativ klar, um was es geht. Und jetzt gilt es, dem mal nachzuspüren. Was ist denn damit gemeint oder was sind die Hintergründe dafür? Ich habe das Wort Mönch eben schon mal erwähnt. Was heißt das, wenn man das sprachlich mal anschaut? Kommt es aus dem griechischen Monos, und Monos heißt allein. Also ein Mönch ist jemand, der allein lebt. Aber nicht in dem Sinne allein, dass er sich in die Wälder zurückzieht oder in irgendeine Höhle und niemand sehen will, sondern allein meint hier, dass jemand ohne sexuellen Partner, ohne sexuelle Partnerin lebt, sondern auf sich bezogen. Warum? Weil jemand, der in ein Kloster eintritt, andere zwischenmenschliche Beziehungen jetzt im Mittelpunkt hat als vorher. Vorher war es, wie gesagt, Mann oder Frau als Partner, die Familie, das soziale Umfeld um die Familie herum. Aber jetzt, aus der Perspektive eines Ordinierten, ist der zentrale soziale Bezug die Gemeinschaft der Mitmönche und Mitnonnen. Das heißt, es schließt sich aus, die beiden Dinge, Sexualität und das Leben in einem Kloster. Das passt nicht zusammen. Und der Buddha formuliert es an einer Stelle so, Sexualität ist eine Trübung des reinen Lebens, also des brahmischen Lebens, über das wir gestern gesprochen haben. So bildhaft ausgedrückt, so wie Nebel und Wolken das reine Strahlen der Sonne eintrüben, so trübt sexuelles Verlangen oder sexuelle Handlungen ein reines Leben ein. Zitat nach: Es gibt gewisse Asketen und Brahmanen, welche dem Geschlechtsverkehr huldigen und das nicht oder sich nicht des Geschlechtsverkehrs enthalten. Das, ihr Mönche, ist Trübung des Asketen oder Trübung bei Priestern. Und entsprechend schwer sind die Folgen davon. Denn wenn jemand in dieser Situation, Mönch zu sein oder Nonne zu sein, Geschlechtsverkehr ausübt, also sexuell nachgeht, bedeutet das automatisch und sofort den Ausschluss aus der Gemeinschaft. Das ist sozusagen bindend, denn man kann nicht beides machen.
Man kann nicht auf der einen Seite sagen, ich bin Vegetarier, aber abgesehen vom Essen. Ja, da, das passt irgendwie nicht zusammen. Und so ist es in dieser Situation auch. Wenn man sich für diesen Weg entscheidet, dann hat man sich entschieden und dann gelten die entsprechenden Regeln. Und wo es Regeln gibt, gibt es immer auch Übertretungen oder auch Übertretungen, bevor es Regeln gibt. Und so war das natürlich auch im buddhistischen Orden. Und eine gewisse Berühmtheit hat ein Mönch erlangt, der Sudino hieß. Und der war, wie ich eben sagte, irgendwann mal in den Orden eingetreten, hat sich da auch wohlgefühlt und sagt, ich führe das brahmische Leben gern, ich fühle mich hier wohl. Jetzt kommt das Aber, die Familie hat ihn immer wieder sozusagen animiert, ja, ach, komm doch wieder zurück und deine Frau und so weiter, wie wäre es denn? Und er hat immer gesagt, nein, ich führe dieses Leben gerne, ich bin erfüllt. Und das Letzte, was der Familie dann eingefallen ist, ist, sagt, Mensch, da gibt's so viel Besitz, ja? Wer soll denn das mal erben? Ist doch kein Erbe da. Dann komm doch wenigstens, schlaf mit deiner Frau mal, dass sie wenigstens ein Kind kriegt. Und er sagt, gut, das leuchtet mir ein, ne? Was man alles so hat, angespart hatten, dann soll das irgendwie verloren gehen, also machen wir das so. Hat auch funktioniert. Da ist man heimlich oder auch nicht heimlich nach Hause gegangen und ja, wie das so ist, nach 9 Monaten war der Erbe da. Aber das hat man dem Buddha natürlich erzählt. Ja, bleibt ja nicht geheim sowas. Und daraufhin erst hat der Buddha die folgende Regel aufgestellt. Und so gelte den folgender Übungspfad. Ein Mönch, der Geschlechtsverkehr ausübt, ist ausgeschlossen, steht außerhalb der Gemeinschaft. Sudino hatte insofern noch Glück, ja, als es die Regel damals ja noch nicht gab. Man kann ja niemanden bestrafen nach einem Gesetz, das noch nicht existiert, auch nicht rückwirkend. Also hatte der nochmal Glück im Unglück. Aber seit dieser Zeit wurde das dann auch nochmal amtlich. So, ihr Leute, jetzt wisst ihr das alle, wer da von der Spur abweicht, kann nach Hause gehen, so ungefähr. Ja. Und das macht übrigens, was ich eben versucht habe, ein bisschen zu schildern, klar, warum Ordinierte in der buddhistischen Tradition gegenüber den Laien immer die Minderheit waren. Es ist logisch, dass sowohl vom Verständnis her als auch von der eigenen Fähigkeit her die allermeisten Menschen nicht in der Lage sind und schon gar nicht auch willens sind, diesen Übungsweg auf sich zu nehmen. In Klammern noch angefügt, und das buddhistische Gelübde der Keuschheit ist eines, das man nicht auf Lebenszeit ablegt oder ablegen muss. Wenn man nach 2 Monaten oder 3 Jahren merkt, nee, also irgendwie geht es nicht, ich kann das nicht, es funktioniert nicht, dann geht man zu seinem Abt und sagt, hier hast du die Robe zurück, ich trete sozusagen aus und gehe in ein bürgerliches Leben zurück. Das wird nicht unbedingt gern gesehen, warum auch, aber es ist sozusagen kein Hindernis zu sagen, ja, das war's erstmal. Und in der Tradition kommen immer wieder solche Fälle vor, dass jemand austritt, entweder weil er selbst eine Erbschaft gemacht hat und denkt, ach, da geht's mir besser jetzt als mit diesem kargen Mönchsleben, oder dass sich jemand verliebt, ja, und sagt, ach ja, also das ist mir dann doch irgendwie verlockender als das Leben im Ort. Also das ist immer wieder vorgekommen und auch ein Pendel. Also es gab 1 oder 2, die sind irgendwie 5-mal wieder aus- und eingetreten. Wenn sie im Orden waren, da haben sie an die Frau gedacht, da sind sie ausgetreten. Wenn sie wieder zu Hause waren, haben sie wieder gedacht, ach, was war das so schön allein, so ungefähr. Und dann, ja, wie das menschliche Leben so spielt, ging das hin und her. Aber oft ging das auch am Ende gut aus. Das deutet schon an, dass man mit dem Anlegen der Robe nicht seine sexuellen Bedürfnisse ablegt. Ja? Denn das, was man über Jahrzehnte oder aus unserer Perspektive gesprochen auch über viele Leben hinweg sich angeeignet hat, das Bedürfnis nach dem anderen oder das Bedürfnis nach sexueller Befriedigung, ist ja nicht etwas, was man per Beschluss einfach so erledigt. Ich kann ja nicht sagen, so ab heute bin ich Mönch oder Nonne
Und damit ist das abgeschaltet. Das ist einfach nicht der Fall. Und das bedeutet, dass es diesen Kampf, und es ist wirklich ein Kampf zwischen der besseren Einsicht, es wäre ohne besser, und dem trotzdem noch vorhandenen Drängen, es wäre schön, diese Dränge auch mal wieder zu befriedigen. Also diesen Kampf zu bestehen, ist etwas, was sicher oft sehr lange dauert und keine einfache Sache ist. Und deshalb wird es auch in vielen der überlieferten Texte angesprochen und in einem Gleichnis oder in mehreren Gleichnissen immer mal wieder auch verdeutlicht, um was es da geht. Klammeranmerkung, wie so oft und gestern auch moniert, vieles ist eben aus der Perspektive der Männer formuliert und die Frauen müssen es sozusagen umsetzen, wie das für sie am besten aussieht oder verständlich ist. Und eines der Gleichnisse ist die Gefahr des Haies. Ja, die Frau ist in dem Fall die Gefahr des Haies. Wenn jemand baden will, dann hat er immer das Problem, dass er vielleicht vom Hai gebissen wird. Ja? Und so ist es, wenn die Mönche auf Bettelgang gehen und kommen dann irgendwo in ein Haus und sehen eine hübsche Frau, vielleicht dann nicht ganz so mit Pelzmantel verhängt, dass dann die Gefahr besteht, oh ja, jetzt gucke ich dann doch mal hin, wo ich nicht so genau hingucken sollte und bleibe ein bisschen länger, als ich da vielleicht bleiben sollte. Also diese Verlockung, die ist ja immer noch da, weil der Kontakt zwischen Mann und Frau ja nicht völlig abgeschlossen oder beendet ist. Und ein anderes Beispiel, das auch sehr einleuchtend oder sehr plastisch ist, nochmal unter dem Gesichtspunkt des Kampfes, da heißt es, ein Mönch geht voller Zuversicht in den Kampf. Ja, also ich werde mein eigenes Ego besiegen. Aber Kampf bedeutet immer auch Gefahr. Und dann heißt es, der eine kommt dann schon in Ängste oder er liegt im Kampf, wenn er nur die Staubmassen sieht, ja, von dem Kampfgetümmel. Und Staubmassen heißt in dem Fall, wenn er nur von einem netten Mädchen reden hört. Ja, da soll's eine geben, die ist ganz toll. Und da wird sein Herz wieder weich und er gibt auf. Ja. Und bei den anderen heißt es, die sehen sich in Gefahr oder sind in der Niederlage, wenn sie die Fahnenspitzen sehen. Ja. Also wenn sie, sag mal, ein Mädel hören, ja, oder erst mal dann sehen. Ja. Und die Nächsten, die werden erstmal dann sagen wir, nervös oder sind der Niederlage nah, wenn sie im Kampfgetümmel sind. Ja? Wenn sie dann eine Frau dann auch sehen, begegnen, miteinander reden, sie hören, vielleicht wird er ein bisschen geneckt und so weiter. Und der Letzte erliegt erst im Kampfgeschehen selbst. Ja? Was das Kampfgeschehen ist, kann sich jeder dann so denken. Da habt ihr Fantasie genug. Aber keine Sorge, es gibt natürlich auch die, die den Kampf heroisch bestehen, ja, denen die Staubmassen nichts ausmachen, die Fahnenspitzen nichts ausmachen und der ganze Rest auch, den ich angedeutet habe, sozusagen auch nicht wirklich innerlich tangiert. Das wären die, die auch in Verlockungssituationen bestehen und ihre Achtsamkeit nicht verlieren und im Idealfall auch wieder zur meditativen Ruhe und Ausgeglichenheit zurückkommen. Also das sind ein paar sozusagen nur Stichworte zu dem Thema Mönche und Nonnen, um zu zeigen, wie sehr ja, vertieft und größer die Herausforderungen sind in dem Zusammenhang, aber umgekehrt natürlich auch, wie viel größer und verlockender das Ziel ist, wenn man diesen Kampf besteht. Und gestern haben wir im Zusammenhang mit dem Thema brahmischer Wandel, haben wir auch darüber gesprochen, was es denn heißt, diesen Wandel wirklich in völliger Reinheit zu führen. Also nicht nur auf das Kampfgeschehen zu verzichten, sondern auf die vielen subtilen Beziehungen und Verlockungen auch entsprechend zu reagieren. Das mag vielleicht für diesen ersten Abschnitt mal genügen, was die Empfehlungen des Buddha insgesamt angehen. Und vielleicht eine Ergänzung noch dazu, weil der eine oder andere schon gemerkt hat, dass ich ein Thema gar nicht angesprochen habe.
Ihr habt das mal erwähnt. Wie sieht denn das aus mit gleichgeschlechtlichen Beziehungen? Was sagt denn der Buddha dazu? Und das Merkwürdige ist erstmal, dass in den vielen, vielen Lehren, die ich im Laufe der letzten 30 Jahre zur Kenntnis genommen habe, ja, dieses Thema nicht ein einziges Mal angesprochen wird. In der späteren Literatur wird das dann irgendwann mal aufgegriffen, aber in der Frühzeit, also in den Buddha-Lehren selbst, taucht es meines Wissens nirgends auf. Und es ist unwahrscheinlich zu glauben, dass es dieses Phänomen vor 2500 Jahren nicht gegeben hat. Es ist unwahrscheinlich. Es ist genauso da gewesen wie heute auch. Nur ich denke, es war damals kein Problem. Niemand hat es als so problematisch angesehen, um da wirklich ein Thema draus zu machen. Warum? Also meine Vermutung ist, dass einfach in dieser Frühzeit bei den Buddhisten sozusagen das Thema Sexualität und Fortpflanzung nicht so verkoppelt war, wie das in der christlichen Tradition ist. Ich erwähnte das ja schon mal, dass es da die Grundbotschaft gibt, vermehret euch. Ja, seid fruchtbar und vermehret euch. Und damit hat Sexualität natürlich einen ganz bestimmten Einschlag. Im Idealfall nur dann, wenn auch wenigstens die Hoffnung besteht, dass Kinder rauskommen am Ende. So, wenn das der Fall ist, dann wird die Gleichgeschlechtlichkeit zum Problem. Weil es ganz offensichtlich ist, wenn zwei Männer zusammenleben, können keine Kinder hervorgehen aus dieser Partnerschaft. Und wenn zwei Frauen zusammenleben, ist es auch in der Regel schwierig. Ja? Wenn aber diese Verflechtung nicht vorhanden ist, wenn man Sexualität durchaus sieht, nur in Anführungsstrichen als etwas, was partnerschaftliche Beziehungen angeht, dann ist das relativ unproblematisch und da gelten dieselben Regeln, die sonst auch gelten. Dass man wohlwollend miteinander umgeht, dass man respektvoll miteinander umgeht, dass man fürsorglich miteinander umgeht, dass man Verantwortung übernimmt füreinander. Und damit ist ein Großteil der Problematik, mit der wir uns heute in der öffentlichen Debatte auseinandersetzen oder was in manchen Ländern eine große Rolle spielt, einfach nicht vorhanden ist. Ich habe mal eine Radiosendung gehört, und da ging es darum, dass es damals, ich weiß aber nicht, ob es auch für Palitexte gegolten hat, keine Differenzierung gab zwischen Heterosexualität und Homosexualität, sondern es einfach hieß, Sexualität haben, egal ob mit Mann oder Frau. Das war völlig unbedeutend und es gab gar keine Begrifflichkeit dafür. Ja. Das fand ich ganz interessant. Ja. Vielleicht spielt das da ja auch noch. Ja, wir kommen gleich nochmal drauf, wenn ich jetzt einmal so etwas wie eine Gesamtbilanz ziehe, weil im Kern ist es kein Unterschied, ob ich sexuelles Verlangen zu einem Mann habe als Mann oder eine Frau gegenüber einer Frau, weil es sexuelles Verlangen ist. Ja? Und das Entscheidende ist dieses Verlangen, ja oder nein, aber nicht so sehr, auf wen sich das bezieht. Und da kommen wir... Ja. 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 Sehr schön, danke. Ja, ich sagte eben schon, wir machen jetzt so eine Art Schlussbilanz, um nochmal die Frage zu beantworten, wie sieht's aus? Wenn wir aus dieser Gesamtperspektive mal beurteilen wollen, ist Sexualität eine Glücksbringerin oder ist es eher eine Leidensursache, ein Stolperstein? Und ich will diese Frage beantworten aus der folgenden Perspektive. Wenn man sich fragt, was menschliche Anliegen sind, vom Grunde her, und das versuchen wir auf einen Punkt zu bringen, kann man das sicher mit der Formulierung tun, alle Menschen wollen nur eins, sie wollen, dass es ihnen gut geht, möglichst immer und möglichst optimal. Und in der Formulierung des Buddha heißt es so, ich möchte leben und nicht sterben, ich wünsche mir Glück und habe etwas gegen Leid. Und das ist universell. Und jetzt müssen wir die Frage stellen, aus dieser Perspektive, welche Rolle spielt denn Sexualität in Bezug auf dieses Ziel? Beziehungsweise welche Rolle spielen denn die Ratschläge, die der Buddha gegeben hat in Bezug auf dieses Ziel? Denn dann haben wir den richtigen Maßstab, den wir brauchen. Wir erinnern uns, dass der Einstieg der Empfehlungen immer war, die Silas zu beachten. Und Silas beachten heißt, sich selbst in bestimmten Handlungsweisen Grenzen zu setzen.
zu sagen, bis hierhin, aber nicht weiter. Mit anderen Worten, die Sila haben eine Schutzfunktion und haben zum Ziel, für das Wohlergehen aller Menschen mehr herauszuholen als ohne sie. Das heißt, mit den Silas bedeutet Sexualität mehr und nicht weniger. Also Sexualität ist scheinbar eingeschränkt, aber im Endergebnis ist die Erfüllung größer als ohne. Und das ist der Grund, warum der Buddha die fünf Sila als große Gaben, als Geschenke bezeichnet. Man könnte ja den Eindruck haben, dass sie mich einschränken, meinen Willen einschränken. Aber hier wird gesagt, genau das Gegenteil ist der Fall. Wenn man die fünf Regeln auf sich nimmt, macht man anderen und sich ein Geschenk. Warum? Weil man zweierlei Opfer einfach vermeidet. Das Opfer, das da passiert, wenn ich jemanden missbrauche, und das Opfer, das ich selbst erbringen muss, weil die negativen Ergebnisse dieser Handlungen auf mich zurückfallen. Ich will den Buddha an diesem Punkt nochmal wörtlich zitieren. Da hat der ernsthafte Anhänger das Töten aufgegeben, das wäre das erste Sila, und er hat sexuelles Fehlverhalten aufgegeben. Indem er sich all dessen enthält, gewährt er unnennbar vielen Wesen die Freiheit von Furcht, von Feindseligkeit und von Bedrängnis. Und indem er unnennbar vielen Wesen die Freiheit von Furcht, von Feindseligkeit und Bedrängnis gewährt, wird ihm selbst unnennbare Freiheit von Furcht, von Feindseligkeit und Bedrängnis zuteil. Das heißt, wenn ich es schaffe, sexuelles Fehlverhalten zu vermeiden, schütze ich ja alle meine möglichen Sexualpartner vor Übergriffen. Aber das bedeutet umgekehrt, dass ich mich auch vor Übergriffen von der Umwelt schütze. Das ist einfach der karmische Zusammenhang. Was ich anderen nicht antue, das kann mir auf Dauer selbst auch nicht passieren. Das ist der tiefere Hintergrund, warum man die Silas einhalten soll. Nicht um sich selbst einzuzwängen, sondern um sich und andere zu schützen von den negativen Ergebnissen, die aus unheilsamem Handeln hervorgehen. Und wenn man das sich mal plastisch machen will, nicht? Wir haben ja ein paar Mal schon versucht, diese abstrakten Begriffe irgendwie sinnlich erfahrbar zu machen, dann braucht man sich nur das Beispiel der Untreue nochmal vor Augen führen, das wir gestern schon mal angetippt haben. Das Minimum ist, dass der hintergangene Partner, wenn er es rauskriegt, nee, oder sie kriegt es irgendwann raus, verletzt ist. Das Erste, was einfach passiert, es irritiert, tut weh. Das Zweite ist, dass die Beziehung, die die ganze Zeit möglicherweise gut war, angeknackst ist. Und wenn sich so etwas vertieft, gehen solche Beziehungen auseinander. Und das Dritte ist, es gibt vier Dinge eigentlich, das Dritte ist, dass man selbst in Unruhe, Nervosität und Disharmonie ist. Man darf nicht glauben, dass das an einem spurlos vorbeigeht. Jedes Fehlverhalten nach draußen hat negative Wirkungen in uns selbst. Und das Vierte ist, man kriegt von außen Stress. Oder formuliert es schon so. Schon die allergeringste Auswirkung der geschlechtlichen Ausstreitung bringt den Menschen Feindschaft mit seinen Rivalen. Und wenn du Pech hast, dass der Mann deiner neuen Geliebten so ein Bär ist, ja, dann kann man sich vorstellen, was das unter Umständen praktisch bedeutet. Und da sieht man, ja, wenn es einem gelingt, die Silas einzuhalten, wie viel von unsinnigen Dingen, wie viel von negativen Erfahrungen man von vornherein vermeidet. Abgesehen davon, und das war auch schon hier Thema, dass es tatsächlich eine Art von Niedergang ist, wenn es nicht bei diesen einzelnen Fehlverhalten bleibt, sondern man sich das so richtig angewöhnt, so richtig zur Charakterstruktur wird, dass man einfach ja von Haus aus gewöhnlich das macht, was man eigentlich nicht tun soll. Der Buddha definiert das regelrecht als ein Abweg. Und das kann man durchaus wörtlich nehmen, wenn man selbst daran arbeitet, seine menschliche Qualität,
sich abzugewöhnen, sozusagen im wahrsten Sinne des Wortes auf tierisches Niveau herabzusinken, dann darf es einen nicht wundern, wenn man sich dann in einem entsprechenden Umfeld vorfindet, wo dieses Niveau einfach auf mich dann zurückwirkt, das ganz im Äußeren sich widerspiegelt, was in meinem Inneren sich tut. Und wenn man Vertrauen hat in das, was der Buddha sozusagen langfristig bezüglich unserer Entwicklung sagt, nämlich auch die nachtodliche Entwicklung von negativen Verhaltensweisen, dann kann man sich vorstellen, was die regelmäßige Übertretung des Silas an negativen Folgen im nachtodlichen Bereich hat. Nicht? Also die Christen sagen, dann kommst du in die Hölle. Nicht viel anders drückt es der Buddha aus. Wenn du innerlich verrohst und verrottest, dann wirst du erleben, dass deine Umwelt auch entsprechend verroht und verrottet ist. Und wenn es ganz schlimm ist, wenn es nur noch wehtut, ist das nichts anderes als das, was man Hölle bezeichnet. Das ist ja auch nur ein Name für Erfahrungsformen, wo es nur wehtut. Ein Beispiel auch aus dem Kanon von einer jetzige Nonne, die aber früher irgendwann mal ja, routinemäßig Menschen verführt hat und dann durch viele ihre Abwege gehen musste. Isidasi heißt sie, und ich will einfach nur zwei Verse von ihr vortragen, die sie selbst überliefert hat. Sie sagt von sich: In Eramwerda lebt ich einst als Goldschmied, reich mit Geld und gut begabt. Von Jugendlust berauscht, berügt, verführt ich Frauen andere frech. Und als ich starb, von dannen schied, geriet ich abwärts an verruchten Ort, und Qualen litt ich lange Zeit, erschien im Affenschoß wieder dort. Das ist nur ein kleiner Ausschnitt dieser Geschichte von Isidasi, ist relativ lang und sie zeigt, welchen Umweg und Abweg sie gehen musste, von tierischer Geburt zur höllischer Geburt, zu menschlicher Geburt, wo es drunter und drüber ging, bis zu einem Punkt, wo sie sagt, jetzt ist Schluss, jetzt spielt das alles für mich keine Rolle mehr, ich will raus. Und am Ende ist Isidasi eine Heilige geworden, die sich völlig befreit hat von all diesen Abhängigkeiten, in denen wir noch sind. Und dann zurückschaut auf das, was ihr eigenes Leben bestimmt hat und froh ist, dass sie da herausgekommen ist. So, was heißt das jetzt praktisch für die allermeisten Menschen? Ich glaube, man kann sagen, dass für die allermeisten Menschen es nicht heißt, Verzicht auf Sexualität, es wird nicht funktionieren, sondern für die allermeisten Menschen heißt es, verantwortungsvollen Umgang damit. Also nicht Triebverzicht, sondern Regulierung, verantwortungsvolle Art und Weise, wie man rücksichtsvoll seine Triebe auslebt. Und die Erkennbarkeit der Folgen ist offensichtlich. Wer das schafft, sich ein bisschen an die Kandare zu nehmen, sondern nicht aus dem Ruder zu laufen, nicht hemmungslos seine Sexualität nachzugehen, wird erleben, dass zumindest das Zusammenleben in der Gemeinschaft konfliktfreier wird, aber auch, dass das Zusammenleben mit dem eigenen Geist und dem eigenen Herzen konfliktfreier wird. Nicht? Es ist so, dass sich draußen die Wogen glätten, aber vor allen Dingen in einem selbst glätten sich die Wogen entsprechend und erst dann ist das möglich, was man einen weiteren tieferen spirituellen Fortschritt nennt. Jetzt kommt wie immer in meinen Vorträgen ein Aber. Ja, das Aber heißt, dass der Buddha ja ganz unterschiedliche Perspektiven immer aufweist. Die eine Perspektive ist, wie kann man sich so verhalten, dass es morgen und übermorgen und in den nächsten 10 Jahren besser wird. Das wäre das Thema Sila. Haltet die Sila ein und ihr werdet sehen, dass euer Leben harmonischer, ruhiger, ausgeglichener, besser wird. Und das Aber besteht drin, guckt auch mal ganz weit in die Ferne. Fragt mal sozusagen die Grundsatzfrage. Wie sieht es denn mit Sexualität generell aus? Und da sieht die Antwort anders aus, wie sich schon andeutete, Unterschied Mönche, Nonnen auf der einen Seite und
den Laien auf der anderen Seite. Das heißt, wir müssen mal überprüfen, inwieweit Sexualität, die ja nichts anderes ist als eine besondere Form von sinnlichem Genuss, wie weit man damit kommen kann. Sexualität ist insofern eine besondere Form von sinnlichem Genuss, weil im sexuellen Akt sozusagen alle Sinne des Menschen gleichzeitig im Einsatz sind. Es gibt was Schönes zu sehen, es gibt was Berückendes zu hören, zu schmecken, zu riechen, vor allen Dingen zu tasten. Und nehmen wir noch den Geist dazu mit all seinen Fantasien, Wunschvorstellungen und Verlangen und Erinnerungen und Plänen, dann haben wir eine gute Vorstellung davon, warum Sexualität so im Mittelpunkt des menschlichen Erlebens steht, weil sozusagen der ganze Mensch komplett in Aufruhr ist, wenn das ansteht. Und damit sind wir wieder bei der Frage, inwieweit ist es möglich, über Sinnesgenuss, Schrägstrich, über sexuellen Genuss, das Höchste, das man im Leben erreichen will, das höchste Glück tatsächlich zu erreichen, oder ist es gerade dadurch nicht möglich? So, und da ist der Scheideweg. Die eine Behauptung ist, jawohl, das ist das Höchste, Beste, Schönste, was man im Leben erreichen kann. Man muss nur gucken, dass man es kriegt. Das ist der einzige Nachteil dabei. Ja, wenn man es hat, ne, dann optimal erreicht. Und da kommt der Buddha und sagt, Leute, ich sehe es ein bisschen anders. Ich sehe es so, Sexualität verhindert geradezu das höchste Glück. Ja. Spätestens dann wird es irgendwie ein bisschen eng und schwierig. Aber zu unserer aller Beruhigung, ich sage hier, das eine ist das Nahziel und das andere ist das Fernziel. So, und das müssen wir nicht morgen angehen und nicht übermorgen, aber unser Geist sollte zumindest mal davon gehört haben, sollte wenigstens in unserem Geist mal gespeichert sein, dass der Buddha andere Dimensionen noch sieht von Wohlerfahrung, von Frieden und von Glück, als das vielleicht in unserem momentanen Geist möglich ist und vorhanden ist. Und zwar, es gibt zum Beispiel einen Taoismus und weiß nicht, ob das nicht auch ein Buddhismus in China ist, dass man also quasi bestimmte Praktiken in dem Bereich stellt, dass man sagt, durch diese Praktiken kannst du das höchste Ziel erreichen. Also das heißt in dem Sinne jetzt in China zum Beispiel, dass man sagt, also wenn du in dich auf Geschlechtsverkehr einlässt, dann aber nicht, dass du die Erfüllung über den Orgasmus nimmst, sondern die Erfüllung über eine höhere Ebene. Also den Orgasmus in dem Fall so lange zurückzuhalten, bis diese höhere Ebene durchbricht. So in dieser Art und Weise. Ja, gibt es in der buddhistischen Tradition auch. Das ist sozusagen mehr sozusagen der tantrische Bereich. Ja, ja, der Tantrismus ist ja sozusagen aus dem Hinduistischen gekommen. Und Tantrismus ist dann ins Tibetische, also in den buddhistischen Bereich gekommen. Ja. Aber das ist sozusagen ein Weg. A, ich kenne mich da nicht wirklich aus und würde sozusagen das auch nicht hier darstellen können. Ich kann nur das sozusagen aus der ursprünglichen Tradition darstellen. Es wäre eine Art Sonderweg. Ich weiß es nicht, inwieweit es funktioniert oder ob es funktioniert. Oder ob es nicht auch ein Stück weit Falle von Mara ist. Ja? Das ist eine ganz subtile Falle, wenn auf einmal die Möglichkeit besteht, du musst es nur richtig machen, ja? Du musst nur clever genug sein und schon ist mal reingefallen. Es gilt immer, ja? Auch hier sozusagen bei uns vom alten Opa Buddha, da gilt immer, das Höhere muss sich Bahn brechen und dann kannst du das Niedere lassen. Ja? Und das Höhere ist ja immer die innere Befriedung, das innere Wohl, und dann brauchst du auch keinen Orgasmus mehr, verstehst du? Wenn es in deinem Inneren absolute Meeresstille ist, warum willst du dann noch Wellen? Ja? Wir wollen Wellen, weil wir das Empfinden haben, dann ist es nicht langweilig, dann ist was los, dann ja, eben, geht was ab, ja. Aber wenn der Geist still ist, wirklich das mal erreicht hat, mal still zu sein, da ist jede Welle eine Störung. Ja, da ist jeder Orgasmus
eine Störung. So, das muss man sich mal vorstellen, ja, dass man das so empfinden kann, dass man sagt, will ich gar nicht mehr haben, das ist mir zu wild, zu aufwendig, das geht eh gleich wieder vorbei. Das ist ein Tsunami. Ja, ich will meinen Frieden. Ja, und das ist, was der Buddha immer wieder lehrt, der innere Frieden, die Ausgeglichenheit des Herzens ist sehr viel mehr wert als der schönste, tiefste, sinnliche Genuss. Da sind wir an dem entscheidenden Punkt. Wie beurteilt der Buddha sinnlichen Genuss, selbst den optimalen? Wir haben gelegentlich über diese Gleichnisse schon mal gesprochen. Das erste Gleichnis ist immer, sinnlicher Genuss ist wie ein abgeschabter Knochen. Man wird nicht satt, weil kein Fleisch dran ist. Ja? Man will immer satt werden, aber man wird nie satt, weil da nichts Wirkliches dran ist. Das zweite, sinnlicher Genuss ist, wie wenn sich Tiere um ein Stück Fleisch raufen. Es gibt immer Konkurrenz. Nicht? Da ist eine schöne Frau, eine, aber drei wollen sie haben, so ungefähr. Es gibt immer Auseinandersetzung. Dann wird gesagt, sinnlicher Genuss ist, wie wenn du eine Strohfackel vor dir herträgst im Gegenwind. Was passiert da? Eine Fackel brennt, ist hell und schön, aber in 5 Minuten ist sie erloschen. Musst du wieder neu anzünden, wieder Fackel her. Und ich halte die vor mir und das Gegenwind, das heißt, meine Haare sind versenkt. Ja? Irgendwann brennt's. Das ist das Tiefste. Wer sich auf Sinnlichkeit einlässt, erfährt früher oder später, es tut weh, weil es brennt. Und spätestens dann, wenn das innere Verlangen spürbar wird, das ist ja ein tiefes Brennen. Oder gelegentlich sagt der Buddha auch, sinnliches Verlangen sind wie Traumbilder. Wenn man träumt, wenn man sozusagen verblendet ist, hält man das alles für wahr und dann wacht man auf und wo ist es? Weg. Ist also nicht wirklich real. All unser Verlangen und die Objekte unseres Verlangens sind immer nur geistige Gespinste. Und ein letztes, das mir einfällt, ja, sinnliches Verlangen ist, wie wenn zwei starke Männer dich in eine Kohlengrube hineinstürzen, wo du stirbst, ja, oder einfach verbrennen musst. Dahinter steht, wer immer sich mit sinnlichem Verlangen einlässt, lässt sich mit einem Körper ein. Man braucht nämlich immer einen eigenen Körper, um sinnliche Befriedigung zu haben. Wo immer aber ein eigener Körper ist, ist damit Tod verbunden, weil dieser Körper nie länger überlebt als ein paar Jahrzehnte. Das heißt, sich auf sinnliches Verlangen einzulassen, heißt notwendigerweise, sich auch immer wieder auf Geborenwerden, Altern und Sterben einzulassen. Wer das will, ist eingeladen dazu. Es wird ja niemand gehindert, all das immer wieder zu tun. Der Buddha zeigt nur, wer irgendwann mal die Nase voll hat davon, wie es möglich ist, sich davon zu befreien. In einem Satz, und das wäre die Provokation für den Otto-Normalverbraucher, in einem Satz heißt das in den Texten immer, wenig Genuss bieten die Sinnendinge. Mit vielen Unannehmlichkeiten und Mühen sind sie verbunden. Das Nachteilige überwiegt bei ihnen. Bezieht es auf Sexualität, dann würde das bedeuten, unterm Strich wenig Genuss, viel Nachteil, nicht? Und die Mühen, die damit verbunden sind, nicht dieses Hufescharren da, bis die Geliebte das Fenster aufmacht oder die Tür aufmacht, was nicht alles. Nicht? All das überwiegt im Vergleich zu dem bisschen Glück, das in der Gesamtbilanz rauskommt. Jetzt kommt das aber das erkennt man nur, wenn man frei ist davon. Solange man in dieser Verblendungssituation noch ist, ist man eben auf den Knien und guckt die Geliebte an und hofft, dass sie die Tür aufschließt. Ja, aber nur dann, wenn man in dieser Situation der Abhängigkeit, des Verlangens, des Begehrens, das heißt der Verblendung drin ist. Und genau das ist der Schlüssel des Buddha, uns aufzuzeigen, wo der Haken ist und zu zeigen, dass es eine Situation gibt, die weit darüber hinausgeht. Und das ist, wie eben schon mehrfach gesagt, das ist der Zustand von Frieden, wo es keine Bedürftigkeit mehr gibt. Und wo es keine Bedürftigkeit mehr gibt, braucht es auch nichts, was dieses Bedürfnis befriedigen soll.
Und jetzt fragt man sich ja, warum machen wir es trotzdem immer wieder? Ja, warum gelingt es denn nicht, darüber hinauszukommen? Der Buddha ist ja manchmal sehr drastisch in seinen Ausdrucksweisen. Er sagt schlicht und einfach, weil wir Kranke sind. Wir sind im wahrsten Sinne des Wortes nicht normal. Wir sind krank, weil wir die Dinge nicht wirklich so sehen, wie sie sind. Und ein berühmtes Gleichnis macht es, glaube ich, sehr deutlich. Der Erwachte spricht über einen Aussatzkranken. Das ist ein ganz berühmtes Stück aus einem Text, eine ganz berühmte Lehrrede. Er sagt, stellt euch vor, da ist ein Aussatzkranker, der leidet darunter, dass seine Haut ständig juckt, extrem juckt. Was macht er? Er kratzt entsprechend. Oder wenn es ganz wild ist, hält er seine Wunden ans Feuer, damit die ausdörren. Oder er reißt sich Stücke von seiner Haut, von seinem Fleisch ab. Jeder Kranke wird es als selbstverständlich empfinden. Wenn es juckt, dann kratzt man sich. Ja? Und wird dieses Kratzen dann auch als eine kleine Erlösung empfinden. Ach, jetzt ist das Jucken weg. Das Verrückte dabei ist, das Jucken kommt wieder und je mehr man kratzt, umso mehr ist die Haut verletzt, umso größer wird die Wunde, umso mehr muss man wieder kratzen. Und das ist die Situation von sinnlicher Bedürftigkeit. Man kratzt, das heißt, man befriedigt das Bedürfnis. Das geht aber nicht weg, sondern duckt sich nur für eine Weile und kommt dann wieder verstärkt zurück. Das heißt, man muss stärkere Dosis von sinnlicher Befriedigung haben, um das wieder zu kompensieren. Und das ist die Situation unserer Krankheit. Ein Gesunder, der guckt, wie sich ein Aussatzkranker verhält, der sagt sowas Verrücktes. Ein Gesunder weiß, dass das Kratzen wehtut, objektiv, und dass das Brennen, das Jucken natürlich auch wehtut. Und dass es eine Täuschung ist, dass man mit dem Kratzen die Wunde wegkriegt, sondern der Friede oder innere Stille tritt dann ein, wenn man gesundet. Ja, dann braucht man weder jucken, das schon gar nicht. Aber wer gesund ist, braucht auch nicht zu kratzen. So. Wer Wünsche immer wieder befriedigt, bleibt in seiner Krankheit. Wer über Wünsche hinauswächst, sozusagen keine Wünsche mehr hat letztendlich, da brauchst du auch nicht mehr zu erfüllen, ist darüber hinausgewachsen. Und das ist die große Herausforderung für unseren Verstand, weil, wie ich sagte, wir in einer Situation der Krankheit leben und fast nichts anderes kennen als Kratzen. Wir suchen nur immer die richtige Stelle, wo es am schnellsten, am besten sozusagen wohltut. Wir sind aber nicht in der Lage, da herauszukommen. Und das ist einer der Gründe, warum der Buddha sich als ein Menschheitsarzt oder sogar als der beste Menschheitsarzt bezeichnet, weil er die Krankheit diagnostiziert hat und weil er die Mittel uns aufgeschrieben und gesagt hat, mit denen wir aus dieser Krankheitssituation herauskommen können. Und da ist natürlich der Unterschied, ich bin gleich fertig, dann können wir reden. Und da ist der Unterschied zwischen denen, die sehr schnell gesunden wollen. Das wären die, die den Weg, den spirituellen Weg sehr intensiv betreiben, unter Umständen eben als Mönch, als Nonne, sozusagen Vollzeit diesen Weg gehen, die auch ihre Triebhaftigkeit dann direkt angehen und überwinden. Und dem Gros der buddhistischen Nachfolger, die mehr den langsamen, stetigen Weg gehen, den Triebhaushalt nach und nach umgestalten. Und für die wäre sozusagen die berühmten Sila dann das Heilmittel, das sie ein Stück voranbringt. Und das ist etwas, was jeder für sich entscheiden muss. Wo bin ich? Wo will ich hin? Und in welcher Gangart, mit welcher Geschwindigkeit kann und will ich diesen Weg gehen? Zum Abschluss nur nochmal, dass wir von den kanonischen Texten noch was hören. Das Beispiel von einer jungen Frau, die Sumedha hieß. Und im alten Indien war das ja so, dass Ehen arrangiert wurden, nicht? Die Eltern haben sich verständigt, wer wen heiratet.
Und so ging es auch dieser Sumedha. Die Eltern hatten da einen Bräutigam ausgesucht und haben dann ihr mitgeteilt, so dann und dann ist es soweit, der und der ist es, nicht? Stell dich mal darauf ein. Aber diese Sumedha war eine Frau, die sehr spirituell veranlagt war und mit diesem ganzen Weltkram gar nichts mehr zu tun haben wollte. Also es war für sie ein Grauen, allein schon den Gedanken zu haben, da kommt ein Kerl jetzt ins Haus, so ungefähr. Ja, das war für sie dramatisch und sie hat versucht, das ihren Eltern sozusagen beizubringen. Die wollten das natürlich nicht, aber um die Story kurz zu machen, am Ende ging es gut aus, weil vor allen Dingen der Bräutigam gemerkt hat, da ist jemand, das passt nicht, ja, lass die ihren Weg gehen. Sie ist nicht mehr sozusagen von dieser Welt. Und diese Sumedha formulierte das für sich so in einem Vers: Will nichts mehr wissen von Genuss, ich weiß genug. Wie könnt ich küren Liebeshold, wo Elend lauert in der Lust? Das ist nicht unsere Lebenssituation. Aber ich habe das am Schluss genannt, um zu zeigen, dass es Wachstums- und Entwicklungsmöglichkeiten gibt, wo uns das irgendwann mal so selbstverständlich ist, wie uns jetzt unsere Krankheit selbstverständlich ist. So sollte es möglich sein, dass wir irgendwann auch mal völlig gesund werden und dann nur noch wir mit Kopfschütteln zurückgucken auf unsere Krankheit in der Vergangenheit. Das genug für den Moment. Der Michael hatte sich gemeldet. Ist es denkbar, dass einem die Dinge zufallen oder abfallen oder dass man es loslässt, ohne dass man ein Bewusstsein davon hat? Und wenn es so ist, stellt sich die Frage, gibt es auch sowas wie Wunder im Buddhismus? Also in Hessen gibt es ein Sprichwort, das heißt, von nichts kommt nichts. Ja. So, es ist scheinbar Kulturgut und dahinter steht, ohne Ursache keine Wirkung. Und die Hauptwirksamkeit in der Existenz ist unser Geist. Unser Geist insofern, als der sich immer Dinge anschaut und immer Dinge beurteilt. Und wenn der Geist sagt, das ist schön, das ist toll, das ist prima, das möchte ich haben, ist in diesem Maße ein Bezug zu diesem Ding gewachsen. Oder bezogen auf unser Thema, Sven nannte das Beispiel, ach, ist diese Frau süß. Ja? So, das einmal gedacht, da bleibt es ja nicht dabei, sondern man denkt das nächste Mal wieder, ach, ist die süß. Das nächste Mal, ach, die ist ja besonders süß, die ist ja über alle Maßen süß, ja. So weit und so lange unser Geist diese Art von Bewertung, von Beurteilung, Auseinandersetzung pflegt, umso enger wird die Beziehung von mir zu dieser betreffenden Person. Und irgendwann bleibt es nicht mehr auf dieser geistigen Ebene, sondern wir fragen die Süße, wie heißt du denn? Wo wohnst du denn? Ich könnte mal nicht mal Tee trinken. Ich habe eine Briefmarkensammlung zu Hause, die möchte ich dir gerne mal zeigen und sowas. Und wo das endet, kann man sich vorstellen. Ich will ja unsere Fantasie ein bisschen anregen. Wo es endet, können wir es vorstellen. So, aber man kommt leichter rein als wieder raus, weil dieser Prozess des sich Annäherns und des Identifizierens so schleichend vor sich geht. Und irgendwann wird's dramatisch, wenn unsere Süße sagt, junge Briefmarken interessieren mich überhaupt nicht. Dann tut's nämlich schon weh, weil wir getrennt sind von dem Objekt unseres Begehrens. Und dann sagen wir, ich habe nicht nur Briefmarken, ich habe auch ein Aquarium zu Hause. So, und dann sagt die, also Aquarien interessieren mich auch nicht und überhaupt, du bist nicht mein Typ, verschwind. Und spätestens dann merken wir, was Begehren heißt. Begehren heißt, entweder man hat Glück, es wird erfüllt oder es wird eben oft nicht erfüllt. Erfüllung bedeutet, wenn man die karmischen Voraussetzungen hat, ja, dann kann es auch sein, dass die Wünsche auch mal in Erfüllung gehen. Das erleben wir ja auch.
Nur das Grundproblem, das kriegen wir nie los. Das Grundproblem ist das Wünschen nämlich selbst, dass immer ein Mangel ist. Wir sind im Wünschen immer in einer Situation, dass wir nicht das haben, was wir eigentlich bräuchten. Wir müssen immer heranholen und suchen, dass das Loch gestopft wird. Und der Buddha zeigt jetzt genau den umgekehrten Weg, wie man Wünschen überwinden kann, indem man eben nicht nur das Süße an der Süßen sieht, sondern realistisch diese Süße betrachtet. Die hat ja drei Ohren, das gefällt mir aber nicht. Ja. Das ist jetzt spaßig, aber das Nicht-Süße sehen heißt letztendlich, ja, selbst wenn ich die heirate, selbst wenn das eine schöne Zeit wird, irgendwann ist sie tot oder ich bin tot. Also da endet es immer, dass jedes sinnliche Verlangen nicht auf Dauer Befriedigung herbeiführt. Niemals, weil immer die Vergänglichkeit das hindert. Und vielleicht hat sie auch noch einen schlechten Charakter, kann ja auch sein. Dann sage ich am Ende, was nützt mir eine Frau, die schön aussieht, aber eine Furie ist? Nee, lass die einen anderen heiraten, nicht mich, du bist schön, aber nee, das passt nicht in mein System. Ja? Also psychologisch formuliert, der Ausstieg geschieht dadurch, dass man nicht immer wieder das Schöne am Schönen betrachtet, sondern auch das Nachteilige an dem scheinbar Schönen betrachtet. Und das Nachteile habe ich ja vorhin in diesen Gleichnissen mal angedeutet. Das Nachteilige ist, man wird nie satt dabei. Nicht? Ich habe einen Satz nicht zitiert, den ich mir rausgeschrieben hatte, wo da sagt, man kann den sexuellen Akt so oft haben, wie man will, man wird nicht satt damit. Ja, es ist nie ein Ende, dass man sagt, gut, 100 Mal und dann ist erledigt, sondern das setzt sich fort, weil Befriedigung immer wieder neues Begehren herausfordert. Ja, ich würde es noch anders formulieren. Ich würde sagen, wenn Triebhaftigkeit abfällt, ne, dann siehst du auch, dass also auch Schaden, dass du Schaden verminderst. Ja. Und das ist einfach ein gutes Gefühl. Ja, das unterschreibe ich, das sind wir nicht weit auseinander. Ich sage nur nicht, dass das abfällt. Das fällt nicht so ab wie ein reifer Apfel vom Baum, sondern wie man sich in eine Beziehung hinein manövriert durch diese denkerischen Akte der Bewertung, der positiven Bewertung, so muss man sich auch wieder distanzieren, sozusagen aus dieser Beziehung herausnehmen, indem man realistisch sieht, was passiert denn eigentlich. Gucken, wo ist das Schöne, wo ist das Angenehme, Beglückende in dieser Sache, aber wo klemmt's, wo tut's weh, wo reicht's nicht aus. Und dann entscheiden, ist es die Sache wert. Und das Urteil, das der Buddha insgesamt fällt, er sagt, der Sinnesgenuss hat unterm Strich wenig an Vorteil. Der innere Frieden, Herzensfrieden, ist im Vergleich dazu viel mehr. Jetzt guckt selbst, wäre die Botschaft. Und wer das mal erlebt hat, ja, das hätte ich noch erwähnen sollen, Stichwort Meditation. Meditation ist ja ein geistiger Zustand, der ganz, ganz anders sein kann als der geistige Zustand, den wir normalerweise haben. Und da gibt es Zustände, wo Ich-Erfahrung und Welterfahrung geradezu wegfällt. Aber dieser Zustand ist verbunden mit tiefem, tiefem innerem Wohl. Und das nennt der Buddha Satchasanya, den Wahrheitsanblick. Und wer diesen Anblick mal hatte und da zurückkommt, der erkennt erst, in welcher Krankheitssituation er normalerweise lebt. Da wir aber nur unsere Krankheit kennen und nur das Jucken kennen und nur das Kratzen kennen, haben wir nicht die wirkliche Alternative, um zu entscheiden, in welcher Situation sind wir denn. Wir wollen, dass das Jucken aufhört und Kratzen. Aber wenn es uns gelingt, sozusagen gesund zu werden, dann ist die gesamte Problematik weg. Und das ist am besten möglich, wenn man in der eigenen Erfahrung mal diese Alternative kennengelernt hat. Dann weiß man, wohin der Hase läuft. Ja, und dann erübrigen sich viele, viele, viele Diskussionen, ob oder ob nicht. Aber nochmal Stichwort, Wunder in dem Sinn geschehen nicht, weil Ursache und Wirkung nicht immer den inneren Zusammenhang darstellen. Der Wolfgang hat lange gewartet. Das ist schon.
ist aber eine ziemlich prosaische Sache. Was würde denn oder zu Pornografie sagen in dem Umfeld? Ich weiß nicht, ob es das damals schon gab, vielleicht nicht. Stimmt, ja. Es gab immer alles. Ja. Ja, es gilt da dasselbe. Warum was Billiges, wenn es nicht was Wertvolles gibt? Ja, warum sich in eine Abhängigkeit zu begeben, wo man Freiheit haben kann? Warum einen primitiven sinnlichen Genuss? Ja, Pornografie heißt ja doch, sexuelle Befriedigung gar nicht in der Situation, im Akt, sondern nur sozusagen im Kopf, ja, über Bilder. Es ist doch schon eine Reduzierung der Erlebensmöglichkeiten auf einen bestimmten Bereich, nämlich nur auf den geistigen Bereich. Also wenn mich keine Frau haben will, was bleibt mir dann übrig, als mir Bildchen anzugucken? Ja, aber dann doch noch lieber gucken, ob es nicht irgendwo eine nette Dame gibt, die auch mich irgendwie gut findet. Ja? Weil es ist doch immer Abhängigkeit. Die Grundaussage des Buddha ist, wie kannst du von Abhängigkeit frei werden? Wie geht das? Also ich denke, dass man von auch im Suchtverhalten man etwas besser loslassen kann, wenn man etwas Besseres gefunden hat. Dass es immer darum geht. Ja. Man kann also quasi kann jemand schlecht eine Sucht loslassen, wenn er nicht keinen Ersatz findet. Da sind wir wieder bei den Silas. Das Erste, was der Buddha als Ersatz anbietet, ist die Einhaltung der Sila. Weil wer es tut, feststellen wird, dass je mehr man diese Regeln beachtet, je mehr dadurch inneres Wohl entsteht. Schon mal deshalb, weil man kein schlechtes Gewissen hat. Ja? Nehmen wir nur mal das Beispiel. Also wer alle 5 Silas übertritt, hat mit Garantie ein schlechtes Gewissen. Ob ihm das so völlig klar ist oder nicht, ist egal. Es rumort. Und wo es rumort, ist kein Frieden. So. Das Einhalten der Sila heißt, diesen ganzen Komplex von Selbstvorwürfen, von Schuldgefühlen, von innerem Aufruhr zum Schweigen zu bringen. Und damit ist verbunden eine Hebung der eigenen Herzensqualitäten, des eigenen geistigen Niveaus. Wenn du das sozusagen merkst, du musst natürlich auf dich achten, dann siehst du, dass du da einen guten Ersatz hast. Und wenn du das weiterdenkst und diesen guten Ersatz immer mehr mehrst, dass die innere Fülle zunimmt, wo innere Fülle ist, braucht man immer weniger äußeren Tand. Und das ist genau, was Karin gesagt hat. Du kriegst das Bessere in die Hand und dann kannst du leichter das weniger Gute lassen. Du kriegst sozusagen eine Frau nach Hause und dann kannst du deine Pornos lassen. Du kriegst das Bessere nach Hause. Ja? Das Bessere ist das Gute und Fein, sagt unsere Sprache schon. Also auch der Pornografie-Konsument kann die Sila übertreten, übertritt die Sila, weil geistig. Also die Silas sind nie bezogen auf den Geist, weil das eine Überforderung wäre. Ja? Die Silas sind immer bezogen auf körperliche Handlungen oder sprachliche Handlungen. Dann haben wir schon genug zu tun, nicht? Weil den Geist können wir gar nicht so kontrollieren, dass wir nicht jetzt alle unsere negativen Gedanken im Griff hätten. Das funktioniert auf unserer Entwicklungsstufe überhaupt nicht. Deshalb sind die Silas mal sehr realistisch begrenzt auf das, was wir mit unserem physischen Körper tun und das, was wir sagen oder nicht sagen. Das andere ist dann eher eine Frage sozusagen der geistigen und psychischen Entwicklung, die darauf aufbaut. Der Peter ist dran. Ja, könntest du die 5 Silas nochmal nennen? Ja, erstes Sila, niemanden, kein Lebewesen zu töten. Zweites Sila, nichts zu nehmen, was einem nicht gegeben wird. Drittes Sila, auf sexuelles Fehlverhalten in jeder Form zu verzichten. Viertes Sila, beim Sprechen bei der Wahrheit bleiben, niemanden zu belügen, niemanden zu betrügen. Und 5. Sila, den eigenen Geist frei halten von berauschenden oder Trübung durch berauschende Mittel, Alkohol, Drogen etc. Das sind die 5 Basics. Und jeder, der sich
Buddhisten nennen will, muss zumindest sagen, ich übe mich darin, diese fünf Dinge einzuhalten. Sonst ist man kein Buddhisten, auch nicht auf dem Wege dazu. Und die Betonung liegt auf Üben. Es wird nicht erfordert, morgen ein perfekter Mensch zu sein. Das wird nicht funktionieren. Aber die Idee ist, sich in diesen fünf Bereichen zu üben. Wer da nicht anfängt, kann den Rest gleich lassen. Der braucht auch gar nicht anzufangen, irgendwie, ich will meditieren und in den Himalaya gehen und all diese Dinge. Das kann man vergessen. Die Silas sind die Basis jeder spirituellen Entwicklung und deshalb kommen sie auch so oder so in allen Religionen vor. Das ist das Verbindende der Religionen. Mit kleinen Unterschieden, aber ethisches Verhalten ist immer die Grundlage für all dessen, was an Entwicklungsmöglichkeiten da ist. Und mir wird zum Beispiel nicht bekannt, dass im Christentum also jetzt Freiheit von berauschenden Mitteln aller Art gefordert wird. Also Jesus hat ja auch Wein getrunken, soweit ich weiß, und das wird da ja auch in der Bibel, glaube ich, nicht problematisiert. Ich sagte ja mit Unterschieden, ja. Und die Silas sind ja auch, oder das fünfte Sila, Alkohol ist ja etwas, was auch mehr mich selbst betrifft. Das hat ja weniger mit dem direkten Umgang mit anderen zu tun. Nur wenn ich meinen eigenen Geist berausche, verliere ich Selbstkontrolle. Wo ich Selbstkontrolle verliere, kommen alle die Dinge, die in mir sind, unkontrolliert raus. Es gibt eine schöne Geschichte, ein Mönch ist da irgendwie unterwegs und da kommt ein Geist auf ihn zu und sagt, wenn du nicht eines der Silas jetzt brichst, dann werde ich dich umbringen. Ist er natürlich in einer dummen Situation, welches Sila breche ich jetzt denn? Ne? Da denkt er, ach, mit Alkohol, das wird nicht so schlimm sein, das merkt keiner so ungefähr. Also betrinkt er sich. Aber das Ergebnis ist, im Rausch bricht er dann alle anderen Silas und am Ende hat er alles. So, deshalb betont der Buddha so, dass wir dieses Instrument eines klaren Geistes nicht mutwillig zu zerstören brauchen. Ja, das ist möglichst vermeiden, weil aus einem zerstörten Geist heraus alles andere auch schief läuft. So, der Manfred ist dran. Es würde heißen, dass der brahmische Wandel eine andere Liga ist. Das ist eine andere Liga, ja. Was da mit der Geist mit an. So ist es. Ja, das ist eine ganz andere Liga. Mhm. Nicht? Die Eingangsstufe buddhistischer Praxis ist, wie gehe ich besser mit anderen Menschen um? Die höhere Klasse ist, wie gehe ich mit meinem eigenen Geist, mit meinem eigenen Herzen um? Wie gestalte ich das um? Wie reinige ich das? Also das erste ist die Glättung der Außenbeziehung. Das zweite ist die Glättung der inneren Turbulenzen, die da noch ist. Wobei das sich natürlich wechselseitig bestärkt. Je mehr ich Frieden im Umgang mit anderen Menschen habe, umso mehr wirkt das in mein Inneres hinein. Umso mehr wird da Stille und Harmonie entstehen. Und wenn es hier ruhiger ist und stiller und klarer, wird sich das natürlich wieder auswirken auf den Umgang mit anderen Wesen. So hängt das eine mit dem anderen zusammen. Herr Mitte. Ich wollte jetzt gerade noch mal was sagen zu Ordiniert sein und Sexualität. Das ist ja damals wie heute wohl einer der Hauptgründe, dass man entroft. Mhm. Und wenn man mal eine Zeit lang mit Mönchen zusammen ist und die so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, dann ist das immer wieder die Frage, hast du schon mal dran gedacht zu entroben? Mhm. Und das liegt wohl hauptsächlich daran, dass man eben diese Gewohnheiten und Absichten, die aus dem Hause noch stammen, dass man die halt noch nicht ganz überwunden hat. Also das ist eigentlich so, dauert immer, also die Sinnlichkeit ist da immer präsent, aber halt als Spitze nochmal an die Sexualität. Ja. Und wo das auch mit reinspielt, ist auch in dem Bereich von Gemütsentfaltung. Mhm. In M128 sagt ja der Buddha, dass eine dieser Geistesdrückungen oder Herzensdrückungen Sehnsucht ist. Mhm. Und in dem Bemühen um Stille, wenn man sehr konzentriert und sehr entspannt ist, kommt dann auch oft auf dem Unterbewusstsein mannigfaltige Bilder hoch und Vorstellungen, die diese Sehnsucht dann halt wieder anfeuern. Also man wundert sich da oft über sich selbst, was da noch so im Sack ist, sag ich mal. Man hat dann durch diese Übung hat man dann Zugang dazu, legt das frei und es kommt dann halt hoch. Und ich habe mich da auch schon sehr oft über mich selbst gewundert.
Das ist gut, sich so zu beobachten. Ja. Also was Michel sagt, trifft den Punkt genau. Man denkt, ach, wenn ich da jetzt nach Thailand fahre und da suche ich mir schöne Hütte und dann belästigt mich keiner, dann habe ich mal Ruhe und das ist alles erledigt. Und dann fährt man da hin und kriegt noch ein neues Outfit und fühlt sich ganz toll und ach, endlich mal Verwandtschaft und Chef und alles ist erledigt. Endlich bin ich da angelangt, wo ich immer schon hin wollte. Und nach 4 Wochen, ja, ach, was war das doch auch so schön zu Hause, das eine oder andere, oder? Ja, und wenn man dann, was Michel sagt, nicht innerlich was hat, dann rotiert der Geist nur noch, nicht? Und guckt euch doch mal an, was Mönche heute machen. Die sind mehr in der Welt unterwegs, oder viele sind mehr in der Welt unterwegs, als ein normaler Praktizierender, der zu Hause sich ein bisschen arrangiert hat. Warum? Ja, weil die nach einer Weile merken, dass ihr innerer Haushalt noch ganz anders ist, als sie glaubten. Man hat sich völlig überschätzt, ja, und das innere Gewühle, das hat so eine Kraft, dass man irgendwann dem nicht mehr standhalten kann. Und entweder geht man dann krumme Wege oder der Geist sagt einem, du wirst viel schneller vorankommen, wenn du jetzt wieder entrobst und den Menschen sozusagen die Buddha-Lehre bringst, so ungefähr. Ja, der Geist will sich auch nicht eingestehen, dass man sich überfordert hat. Aber genau das ist der Punkt. Heute überfordern sich sehr, sehr viele und merken das dann und quälen sich entweder. Oder sie kommen irgendwann reumütig zurück und sagen, ja, es war toll, es war prima. Aber ich habe gemerkt, doch, ja, zu Hause kann man auch das eine oder andere noch tun. Ja? Das ist ja vielleicht... Sorry. Ich gebe ganz kurz einen Hinweis. Möglicherweise ist das auch ein Grund, die Lage ein bisschen zu entspannen, den Druck rauszunehmen. Weshalb nach meiner Information, wir sind in den 60er Jahren, für die Sendung das zu privat aufgehoben hat. Oder ist das der Beginn einer Schleier? Also da gibt es einen Widerspruch im Wort selbst. Ja? Also Zölibat für Mönche aufheben, ja, geht nicht. Ja? Entweder man ist es oder ist es nicht. Aber was in der Tat sozusagen gesellschaftlich sich etabliert hat, ist so ein Zwischenstand zwischen denen, die Mönche sind im engsten Sinne, denen die Laien sind und die Priester sind. Ja, die sich auch hauptberuflich mit spirituellen Dingen beschäftigen, nehmen wir evangelische Pfarrer zum Beispiel. Ja. Die sind hauptberuflich mit ihrem lieben Gott beschäftigt, aber wenn sie abends nach Hause gehen, ist die Frau da. Ja. Also es sind weder Laien im engeren Sinne, die halt Beruf haben und am Wochenende mal so in ihren Bibeln blättern, noch sind sie Nonnen oder Mönche, die den spirituellen Weg wirklich hauptberuflich gehen. Sie sind irgendwo dazwischen. Ja, das ist ein Angebot, aber man sollte nicht so tun, wie es in Japan oft noch ist, ja, oder sag mal, in der deutschen Reflexion, ich bin Zen-Mönch und das ist meine Frau Irma, so ungefähr. Ja, wenn man sagt, ich bin Zen-Priester, okay, ich verdiene mein Geld damit, dass ich meine Predigten halte und Hochzeit halte und eine Robe anziehe, ist in Ordnung. Aber man kann nicht rumlaufen, ich bin Mönch und guck mal, meine 3 Kinder, das ist das Jüngste jetzt da. Das passt irgendwie nicht. Also man kann alles machen, ja, alle Zwischenstufen und Facetten erleben und ausleben, wenn man nur weiß, wo man ist, ja, in welche Richtung man geht und sich da nichts vormacht. Das ist das Schlimmste. Ich wollte fragen, was ist sexuelles Fehlverhalten im Sinne Buddhas? Ja. Ist es jetzt jede Verhaltensweise, die meinen Partner oder mich kränkt? Du warst nicht da, das war das, was wir am ersten Tag näher besprochen haben. Also alle Verhaltensweisen, die den Partner verletzen, die herabwürdigend sind, die ausbeuterisch sind, die auf Verführung beruhen, auf Druck beruhen, also wo man sexuelle Befriedigung auf Kosten und ohne Rücksicht auf den Partner hat. Nicht? Das ist so allgemein jetzt formuliert, weil es so viele Einzelerscheinungen gibt, aber es geht um diese Grundhaltung. Benutze ich eine Frau als Objekt, um meine Sinne zu befriedigen, oder ist es eine Partnerschaft auf Geben und Nehmen, wo man wechselseitig guckt, möge es uns beiden gut gehen. Ja? Wolfgang? Ich wollte nur noch sagen, zu dem Entroben eben, das kann ja auch ein heilsamer Schritt sein, wenn man merkt, dass man sich zu viel vorgenommen hat und geht dann sozusagen wieder zurück.
Und wenn man irgendwie, vielleicht nicht sofort, aber im Laufe der Zeit auch fähig ist, das zu sehen, ja, dass das zu viel war. Und dass das jetzt eben wichtiger ist, es in einem geringeren Maß voranzutreiben, finde ich mal. Ja, auf alle Fälle. Deshalb ist ja auch der Eintritt in einen buddhistischen Orden keine Entscheidung, die auf immer sein muss. Also man sagt ja nicht, lieber Gott, ich bin jetzt immer dein. Und ich trete jetzt ein und wenn ich merke, es passt nicht zu mir, ich bin überfordert, sag mal, so, ich habe viel gelernt, ich muss aber jetzt wieder eine Stufe zurück. Ich muss, ja, man kann ja dann auch ganz viel mitnehmen und, ja, auch weitergeben. Also das kann ja eine ganz, ganz wichtige Entwicklung sein. Ja, natürlich. Ja, natürlich, weil man macht ja Erfahrungen, die man zu Hause nicht gemacht hat. Und nehmen wir nur das Beispiel, dass in Thailand etwa man ja auch mal Mönche nur auf Zeit sein kann. Ja, dass man sagt, wenigstens einmal im Leben für ein paar Wochen oder Monate will ich das mal als Erfahrung machen, um auch zu sehen, was möglich ist, meinen eigenen Stand zu sehen und vor allen Dingen Mann zu sehen und vor eine eigene Begrenzung zu sehen. So, die Karin hat sich gemeldet. Ich wollte nur noch mal anmerken, also im früheren Christentum, bevor also der evangelische Glaube gekommen ist, der frühere Christentum ist ja doch mehr der orthodoxe Glaube, weil das war ja noch viel früher davor. Die sind ja auch noch dabei geblieben. Der Pope ist ja auch jemand, der heiraten darf. Ne? Ja, ich denke, das ist auch wieder über den Katholizismus verändert. Ja. Ja, das Zölibat ist ja relativ spät eingeführt worden. Ja, es ist relativ, ich habe das Datum nicht im Kopf, aber es ist relativ spät. Und damit ist auch eine gewisse Zwangsknechtung von Menschen, die sich zwar ihrer Religion nähern wollen, sie intensiver ausüben, aber nicht so weit gehen können, dass sie sagen, ich lege eine Robe an. Ja. Also ich denke, insgesamt ist ein Leben jenseits der Sexualität, also nicht der unterdrückten Sexualität, sondern ein Leben jenseits der Sexualität reiner, feiner, wohltuender als mit. Nur das kann man nicht erzwingen. Das ist ein innerer Entwicklungsprozess. Diese Bedürftigkeit und Abhängigkeit muss abfallen. Man kann sie nicht abschneiden oder unterdrücken. Das wird einfach nicht funktionieren. Haben wir noch was? Ach, der Sven. Ja. Mir fällt jetzt die N54 ein, Brutalio. Du hast ja ein paar Beispiele gebracht, die ja sehr bekannt ist. Ja. Der redet, ja, diese sieben starken Gleichnisse der, ja, Durchschauung der Sinnesdinge. Und die Grundstory ist ja einfach, dass jemand sagt, er will die Weltbezüge abschneiden im Haus. Er wippt sich von seinen Kindern dann, dass er einfach nur Kleidung bekommt und Nahrung. Und damit meint er, hat er die Weltbezüge abgeschnitten. Und der Erhabene belehrt ihn dann, dass das nicht die richtige Vorgehensweise ist. Die richtige Vorgehensweise, und dann kriegt er dann erstmal die Seele, aber auch ihr Herz, nein, dass man zum Beispiel Wohlwollen entwickelt. Und dass das halt der erste richtige Schritt in die Ablösung ist. Und das geht zum Hinweis an uns. Manches, was nach Askese aussieht, manches, was nach Brahmawandel aussieht, das ist es nicht. Man muss sehr, sehr schlau vorgehen. Oder wie in der M114 gesagt, ist dieser eher flexible Maßstab. Also wichtig ist das, was trägt. Womit komme ich persönlich weiter im Weg? Wenn ich jetzt heute Mönch werde, gibt das eine Bruchlandung und ich werde denken, das ist der Buddha schuld, das ist Dharma schuld, es funktioniert nicht und deswegen werde ich mich komplett abwenden. Also das wäre unheilsames Verhalten. Also deswegen kann man sagen, im Vorgehen, im persönlichen Vorgehen, ist Räucher kann wirklich ein grober Fehler sein, weil es dann auch Dharmacharya kann eine Stolperfalle sein. Und deswegen ist für uns halt wirklich die ganz, ganz wichtige Aufgabe, uns zu erkennen im Alltag, in der Meditation, was sind unsere Gedanken und wo stehe ich denn überhaupt? Und dann wirklich zu wissen, was ist unser nächster Schritt. Das ist ganz, ganz wichtig. Und diese Alternative, dieses Wohlsuchen, es gibt diese N14, wo der Erhabene das sagt, und in diesem Wandel war das jetzt, Upalis Reife, ne, Unreife zur Einsamkeit. Da sagt der Erhabene, auch ich damals, als ich rausgegangen bin, ich habe die Sinnesdinge genau durchschaut, ich wusste, die bringen nichts, das ist nichts Pillepalle und Nonsens. Und trotzdem musste er um die Sinnesdinge herumtanzen. Warum? Weil er kein höheres Wohl gefunden hatte. Solange man, das ist alles Wichtige, also wir können uns da nicht hinbewegen, ohne eine Alternative, wie zum Beispiel Wohlwollen, ne? Das ist unmöglich. Das ist wie, wenn man jetzt Besitz loslassen will, das ist eine äußere Sache. Das geht wirklich, wenn man innerlich reicher wird. Wenn man zum Beispiel Mitfreude kultiviert, wenn man schenkfreudig wird, loslassen kann,
dann hat man da eine Quelle der Freude, die man zum Beispiel nicht mehr äußert. Und so ist es ja bei der Sexualität auch ähnlich, dass man es verfeinert, verschönert, einfach in feineres Brot hat, einfach den Geschmack verändert. Das ist ja eine Geschmacksveränderung. So wie wenn jemand mit Ravioli aus der Dose aufwächst, ungesunde, gesunde Nahrung, nahrhafte, ökologische Nahrung erstmal widerwärtig abstoßen wird. Und da muss man sich nur kultivieren. Mhm. Oder wenn man erstmal sich vegetarisch umstellt, dann denkt man, erstmal, hier fehlt was. Aber eigentlich ist die Zunge noch nicht trainiert, die erkennt den feinen Geschmack noch nicht, den Befreien. Ich las mal über einen Test in Amerika, da haben sie Kinder Orangensaft trinken lassen, ja, künstlichen. Und der war toll. Und dann haben sie ihnen richtigen Orangensaft gegeben. Und der war furchtbar. Ja? Und so ist das auch mit Darmdingen. Wenn man falsch gewöhnt ist, findet man das angenehm. Und wenn man dann mit Besserem konfrontiert wird, kann es sein, dass man das völlig unangemessen, unangenehm findet. Ja? Also die Geschmacksveränderung ist in der Tat eine wichtige Veränderung in die richtige Richtung, verbunden, das habt ihr beide eben gesagt, auch mit einer Selbstbeobachtung. Wo bin ich denn? Wo stehe ich denn? Und mancher hält sich ja so schon für fast heilig. Ja? Da gibt es ein schönes Sprichwort, Treue ist ja oft nur Mangel an Gelegenheit. Ja? Also ich war die letzten, also nehmen wir mal an, ich war jetzt die letzten Jahre treu oder so. Ja, was war? Mir ist nie eine Frau begegnet, die mich angeguckt hat. Also dann ist es relativ leicht, ja, treu zu sein. Aber wenn man dann guckt, eigentlich will's und tobt's und rührt's, aber sozusagen es passiert im Äußeren nicht die Herausforderung. Ja, ohne Herausforderung ist einfach den Kampf zu bestehen. Nur im Gewühle, wir haben ja vorhin das Bild kennengelernt, ja? Wenn man die Staubmassen sieht, wenn man die Fahnen sieht, das Kampfgetümmel sieht und mittendrin ist, dann stark zu bleiben, ja? Dann merkt man, wo man eigentlich steht oder ob man wirklich ein kleines Lämpchen ist. So, Michael, du hast das Schlusswort. Ja, erstmal vielen Dank, Sven, für die Ausführung. Also das war jetzt für mich wieder so eine Erläuterung. Ja, also das waren also wirklich großartige Worte, weil ich finde auch, man muss das mit Wohlwollen, also immer Zwang versuchen, irgendwie was zu verändern, glaube ich, bewirkt gar nichts, man muss es mit Wohlwollen und ich glaube auch, man braucht, wie heißt das in Neudeutsch, so ein gewisses Feedback. Also wenn du merkst, dass du was aufgibst, aber du gewinnst was, du merkst, du kannst, sagen wir mal, auch mit schwierigen Menschen umgehen, was dir vorher nicht gelungen ist, weil du gewisse Dinge, selber hast abfallen lassen, dann bringe ich das weiter. Und das bestärkt eigentlich, dass man es mit Wohlwollen und mit Freude und ich finde auch mit einer Portion Humor weiter vorantreiben soll.